So, und nun die definitiv letzte Aufnahme für Dark Encounter für heute und vielleicht auch insgesamt für heute. Es ist mittlerweile schon nach 9 Uhr, also nach 21 Uhr. Aber die Level 20 machen wir jetzt noch. Dann haben wir definitiv erstmal die ersten zwei Episoden abgeschlossen. Dann passt das Ganze. Ich hoffe mal, dass jetzt auch wieder so eine interessante Map kommt. Map 19 war schon echt, echt krank geil, Alter. They are rage. Brutal. So, mal schauen, was das hier wieder wird. Sieht der erstmal clean aus? Mal gucken. ...560 Gegner! Wollt ihr mich ficken? Oh Gott! Was? Was ist das hier? Und warum gibt es das gerade 50 Mal? 1, 2... Ist das hier auch wieder so ein Testcenter für... ...experimentelle Physik? Oder was jetzt hier? Das geht doch auf jeden Fall schon mal glatt runter. Hilfe! Okay. Wow. Was? Achso. Erste Welle überstanden. Oh Gott. Also auf jeden Fall, wenn das hier experimentelle Physik ist, dann ist das Experiment mächtig schief gegangen. Wo kommt ihr denn jetzt her? Also ich da gar nicht eigentlich drauf. Ah ne, offiziell auf jeden Fall nicht, aber egal, ich bin trotzdem drauf. Oh! Oh! Wir hätten da wirklich wahrscheinlich noch nicht rausgesollt. Wow! Vor allem die Frage ist ja, ist jetzt eigentlich, also Dark Encounter ist auf jeden Fall nicht für Springen und fürs Crouchen geeignet. Also hier zum Ducken und zum Springen. Die Frage ist es zumindest schon mal für Freelook geeignet? Weil die eine Map, wo wir gleich am Anfang diese drei Cyber Demons hatten da, oder nicht am Anfang, aber da, wo wir da in dieser großen Stadt waren, wo wir drei Cyber Demons und ein Spider Mastermind hatten, da mussten wir, um das eine Secret Exit zu öffnen, mussten wir nach oben schauen und dann den Schalter auslösen. Von daher müsste eigentlich die gesamte Map darauf ausgelegt sein, dass man zumindest frei gucken kann. Das ist halt jetzt echt die Frage. Denke ich dazu optimistisch oder... Oh! Okay, diese Partikel hier sehen echt geil aus. Ich habe zwar keinen Plan, was das darstellen soll. Aber es sieht geil aus. Naja, beim längeren Betrachten sieht es relativ kindisch aus. Gut. Oh, Alter. Was zur Hölle? Oh. Wo kommt ihr denn jetzt her? Meine Fresse! Da will man mal in Ruhe auf die Karte gucken und da sich direkt verlaufen. Tschüss! Gibt's hier mal einen offiziellen Weg? Okay, also keine Schalter. Wäre doch schon mal gewesen. Geht denn das auch nicht? Okay, jetzt also schon mal keine Lava. Was auch immer das darstellen soll. Ich gehe mal hier lang. Ist das hier alles? Boah, Alter. Ich hab auch einen Mann, Alter. Oh, ist aber gut jetzt hier. Aus, aus, aus. Ich will mit deiner Mutter reden.
Ich kämpfe schon wieder die ganze Zeit nur mit der Kettensäge und mit der Pistole. Achso, es waren verschiedene. Leck mich doch. Es waren verschiedene Dings da. So, darf ich jetzt mal gucken? Okay. Was? Das ist eine Flüssigkeit. Ach so, dann soll das hier ein Gewölbe darstellen. Boah, ach du Scheiße. Ach du Kacke. Wo denn jetzt das da? Gut, hier kann man auch relativ sicher stehen erstmal. Wo? Ich sollte mal zu einer richtigen Waffe hier wechseln. Sagte er und nutzte wieder die Pistole. Die hat halt beim Single Shot halt mehr Durchschlagskraft. Deswegen gerade zum Herantasten ist natürlich die Pistole definitiv besser. Nur halt man verfällt bei ihr in den Wahn, sie nur noch zu benutzen, weil sie halt von der Munition her kostenlos ist. Es ist natürlich strategisch gesehen ein Traum, eine Waffe zu haben, die endlos Munition hat, aber wie gesagt, es verleitet leider zur Übernutzung. Zum Größenwahn. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, das ist alles normal. Oh. Das Gelände. Gut, wo sind die jetzt? Alter, ernsthaft?
Kommt die denn jetzt her? Hier war doch gerade alles leer. Spawnen hier schon wieder alle rein oder was jetzt? Oh, ach du Scheiße, ach du Kacke. Da hat sich da was geöffnet. So, erstmal gucken, was ich da jetzt gerade geöffnet habe. LOL! Ein geheimer Gar! Nimm einer an, BFG. Da kann ich nur sagen, fick dich ins Knie. Das ist so witzig! Diese ganze Partikel. Oh mein Gott, Ness! So viel Säure ist ungesund! Gott, so viele Wege hier, Alter! Ich wollte schon sagen, so von der Idee her ist die Map auch schon echt geil, nur halt, es sind halt echt viele Gegner. Also, hier ist eine Tür. Oh. Hier ist auch eine Tür. Ah! Achso, haben wir ja schon. Wow. Durch die ganzen weißen Punkte ist die Map jetzt bloß wieder unübersichtlich geworden. Na super.
Ich glaube mal, Doom for Doom ist echt das ist echt die erste Mod, bei der die Karte mehr Nachteile als Vorteile hat. Also das Item All Map. Wo kommt hier schon wieder her? Ich habe keine Lost Souls bestellt. Nur nochmal fürs Protokoll, ja? Alter, wollt ihr mich ficken? Wow. Ja, was soll's. Dafür, dass die Monster auch reinspawnen, kann ich auch nichts. Ist halt so. Ist halt total beschissen. Ich werde das Ganze halt nochmal machen. Wir haben die gelbe Karte bekommen. Die bringt uns jetzt genau was? Ist hier erstmal gar nichts, okay. Das war ultra super dumm dämlich. Wo bin ich hier? Oh mein Gott. Ach, hier bin ich. Ah. Oh Scheiße, Alter. Das habe ich jetzt getan. Jetzt habe ich ja gleich alles aktiviert hier, was man irgendwie aktivieren kann. Haben wir nicht gerade viel mehr aktiviert? Viel zu wenig Betrieb dafür, dass wir hier so viel aktiviert haben. Achso, die Hälfte ist hier noch. Ach du Scheiße, wollte ich nicht finden.
Und wieder keine Runen übrig gelassen hier. Ist doch nicht mehr legal. Da bringe ich eine Spider-Mastermind um und kriege ich nicht mal eine Rune dafür. Was machst du denn hier? Ernsthaft? Okay, da unten ist noch ein bisschen was. Hier ist noch was und da ist noch was, genau. Okay. Das ist ja dem Thema. So, dann können wir jetzt den Bereich erstmal als abgeschlossen betrachten. Dann gehe ich jetzt mal dahin und dann mal gucken, von welcher Seite wir aus weitermachen. Was ist das denn da? Okay. Da hinten ist das Gelbe. Vielleicht sollten wir dahin gehen, weil wir haben die gelbe Karte. Das würde wahrscheinlich Sinn machen. Oh Gott, da sehe ich noch so viel. Oh. Gut, zuallererst, welche Tasten? Das hier? Erstmal, was ist das da? Ach so, hier von dem Ding. Ah, okay. Ja, gut. Dachte schon, das war sinnvolles, etwas, was für uns interessant sein könnte, aber eher nicht so. Oh, ich will auch schon wieder mit Ruhm, aber Ruhm. Die haben, da haben die sich ja nicht so allzu sehr mit Ruhm bekleckert. So, das heißt also im Klartext, wir gehen vielleicht doch erstmal hier lang. Hier ist die rote Karte, die haben wir noch nicht. Du, herkommen. Hast mir einen ehrenvollen Dienst erwiesen. Okay, das geht nicht. Ist nur Optik, schade eigentlich. Pressen wir mal den Scheiße. Alter, über uns ist definitiv was. Oh Gott. Okay. Wow, da oben ist schon wieder Festival der Liebe. Haha, nicht getroffen. Diesmal werde ich meine Rüstung kämpfen, sagte er und starb. Was, Lego? Oh, gute Karte! Sagte er und verlor sie. Und eine Scheiße! Wieder der Natur! Schießt er einfach mal straight nach oben. Danke! Bin ich hier wieder runter? Ja, ne? Doch, macht Sinn. Yay, yeah, unsere Rüstung ist wieder voll! Nice! Ach, der Raum. Oh Gott.
Ja, eben, das war der, um den wir vorhin auch gesehen haben, nur halt andersrum, von der anderen Seite, begehenderweise. Der, wo diese scheiß Kacke hier. Ja, genau das meinte ich. Och, leckt mich doch am Zipfel hier. Leckt mich doch an der Puperze. Oh mein Gott, Alter. Okay, ein nach dem anderen und zwar mit Finalschlag hier. Bam. Hat nicht geklappt. Bam. Geht doch. Bam. Ja, komm. Aha. Du sterben. Das hier, ich nehme. Und dann, ich danke. Für die Lippezeit. So, okay, das war das. Jetzt kommt der nächste Streich. Hier, gelbe Tür. Oh nein, ich will rein Cyberdemon. Ich will aber nicht hören. Ich will den ganz schnell wieder raus. Das ist hier Nummer 2 für mich. Oh mein Gott. Wir kommen nicht mehr raus. Wollt ihr mich? Wir sind tot. Okay, aus Ende finde ich das mal schönes Leben. Nein, wir sind sowas von tot. Wir können auch vergessen, können wir das doch hier. Stirb halt. Fuck the police! Scheiße, geht der denn zu? Oh, ich hasse sowas! Warum macht man sowas? Fuck you. I hate you so much. I eat your babies. Ich würde gerne die Rüstung einsammeln, die da rumliegt. So, jetzt haben wir eigentlich alles außer den Cyberdemon erledigt. Und dennoch macht er mir Angst. So nichts. Hallo? Oh Gott, da ist er ja schon. Wo ist denn der jetzt? Da hinten. Mann, du interessierst dich gerade genauso wie die Kakerlake. Weg da. Du bist ja der, den ich interessiere. Den ich brauche. Den ich begehre. Dankeschön, du ohrenguter Baby. So, das bringt jetzt nichts. Nein, ist schon wieder der. Er reißt mir den Arsch und dann kommst du mit deiner Kacke hier von wegen. Deutschland hätte sich nicht gebessert. Ich fick deine Oma. Deutschland wird sich nie bessern. Du Huche. Oder muss ich wieder raus? Geht natürlich immer noch nicht. Na. Achso, ich muss hinten rein. Oh Mann, ich fick meinen Arsch. Und zwar anal. Oh. Der kommt trotzdem raus. Okay. Hätten wir erklärt, ne? Meine Liebe. Ja, ich komme wirklich raus. Frage nur, bin ich ganz am Ende. Ach so, das auch nicht. Lauf doch schneller. Warum läufst du denn nicht schneller? Lauf doch mal, mach doch hin, mach gib doch mal, komm hier.
Okay, das gefällt mir. Nee, da ist schon wieder welche von den Roten. Ich hab's echt gerockt. Nice. War's das schon so weit? Der Deodent ist noch ein bisschen was. Ansonsten kommt hier noch das große Ende oder sowas. Keine Ahnung. Ja, da doch, da hinten geht's dann lang und dann geht's da oben irgendwie zurück. Ich schätze das einfach mal. Ja doch, genau. Genau, hier kommt man ja nicht durch. Also muss jetzt von hier unten kommen. Oder hier oben ist noch ein Teleporter, vielleicht haben wir irgendwie wieder rumgebeamt. Gebeamt. Gebeamt, gebeamt. Braucht man noch nicht, brauchen wir noch nicht. Alles was wir brauchen, sind die Träume nackter Frauen. Na komm, bin nur hier, Mama! Los! Alter, diese Lost Soul, warum sind immer gleich so viele Gegner mit einmal? Ich bin doch auch alleine! Könnt ihr nicht auch alleine kommen? Ihr Schwuchtellinen! Alter, ist hier so viel Action. Runter hier! War hier was? Nee, ne? Oh Gott! Ah! Und jetzt? Was bringt mir das? Alter, wie ich jetzt schon weiß, dass hinter jeder von dieser fucking Tür ein Monster ist. Ich will das alles nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr erleben. Das ist so traurig. Einfach mal durchrennen. Es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt gerade prognostiziert, dass überall was hinter ist. Alter, ich sehe einfach einen Scheiß, sehe ich hier. Weißt du was? So, Ruhe. Muss auch mal sein hier, bisschen BFG ballern. Ey, ist jetzt wirklich Ruhe? Okay. Muss ich mir merken? Irgendwo ist ja noch was. Nein, das wollte ich gerade machen. Leck mich doch am Arsch. Was war denn gerade mit der KI los? Irgendwie kommen die mit den Fässern nicht klar. Dachte ich, wäre unerreichbar für die. Danke, dass ihr mich wieder gegenseitig umgebracht habt. Das war sehr hilfreich. Wirklich sehr hilfreich. Erstmal Prost darauf, ne? Also, nice.
Oh ja, später am Abend noch Kaffee trinken. So, Alter, das ist schon wieder so ein Zickzack hier. Wer ist so scheiße, ist der hier los, meine Mommy? Dass die auch von hinten kommen müssen. Das ist unfair. Ich bin gleich tot. Oder doch nicht. Aber ich hab's echt geschafft. Wow. So, jetzt geht's hier lang. Oh nein, dieser Rote. Ich hasse euch alle. Wo ist denn jetzt hin? Alter, ich sehe nichts! Ach Mann, Alter, wie soll man sich denn auf zwei gleichzeitig konzentrieren? Alter, könnt ihr euch einfach gegenseitig fertig machen? Jo, hier pressen und bumm, bumm. Okay, und jetzt kann ich gegenseitig fertig machen. Los, so lange bis der erste stirbt. Wo ist denn jetzt hin? Wie ist denn jetzt da hinten? Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Hä, war ich in dem Raum nicht vorhin schon drinnen? Na klar war ich jetzt. Ja doch, ja. Das war der Raum, wo wir bereits drinnen waren. Fuck you, Mom. Okay, auf die zweite Runde. Bam. Bam. Ja, ein Vorteil haben wir. Wir haben jetzt so einen Ruhm bekommen. Nur die Frage ist, bringt uns hier überhaupt noch was? Er wird für den ganzen Weg zurück. Müssen wir hinten irgendwas machen, oder? Warum hat er uns jetzt zurückgeschickt? Was hat dieser Teleporter jetzt für einen Sinn gemacht? Ich meine, da sind so eine Barriere, da kommen wir sowieso nicht durch. Wir müssen die irgendwie aufbekommen. Die Frage ist jetzt nur, wie? Das muss irgendwas hiermit zu tun haben, weil er hat uns hierhin zurückgeschickt. Von daher geht einfach mal davon aus, wo ist denn der Ausgang hier da? Dass wir hier noch irgendwas machen müssen, was wir noch nicht gemacht haben. Ich weiß nicht. Ich gehe mal nochmal in den gelben Raum rein. War da nicht vorhin zu? Arschloch. Ist auch noch ein Geschrei los. Da ist noch alles, ist zu. Was hat das jetzt gemacht? Ach, wir hätten nur den Schalter drücken müssen, oder? Na, wahrscheinlich. Wir hätten wahrscheinlich einfach nur den Schalter drücken müssen. Oh, Alter! Ja, super, klar, der rote Fiesmod ist hier wieder alles. Oh Mann, ernsthaft, Leute, das ist doch... Nein, der rote Fiesmod ging jetzt so hart auf den Sack. So, der rote ist jetzt mindestens tot. Einmal sterben. Müssen wir den ganzen Weg jetzt zurücklaufen hier. Dabei alle Monster wieder töten, die er belebt hat. Sag ich doch. Und das ist ja noch einer.
Druck mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe jetzt absolut gar nichts mehr. Oh. Okay. Da müssen wir rein. Die Frage ist, kommen wir da rein? Ey, diese. Warum gibt es diese roten Viecher nochmal? Hatten die irgendwie einen Grund oder waren die einfach nur sehr lang? Alter, was? Halt, stopp! Ah, das ist Bullshit. Nee, ich muss ja von der Linie. Noch so einer? Keine Chance. Ich muss doch ehrlich gesagt gestehen, aber okay, überhaupt nichts mehr. Ey, der ist schon wieder abgehauen. Dankeschön. Du einmal sterben. Dankeschön. So, jetzt kommen die nächsten dran. Immer schön nacheinander Einzelabfertigung hier. Also ich finde die nächsten noch hier. Hallo? Ja, da an die nächsten. Bitte komm. Ja, komm hier. Bam. Wir haben noch nicht alle umgebracht. Ist aber auch ehrlich gesagt egal. Komm, ich schon jetzt hier die Rüstung. Danke. Guck ich, wo noch ein bisschen Rüstung rumliegt. Ach was, egal. Nee, komm, einfach runter hier. Das ist echt mehr zu passiert mittlerweile. Also, das ist ja wow. Also, war eine würdige letzte 20. Map, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mir waren das echt zu viele Monster. Vor allen Dingen zu viele von diesen roten Viechern da. Das waren ja mittlerweile, er weiß nicht wie viele, also weit mehr, ist dann 5 Stück oder so was in der Map jetzt insgesamt. Alleine in dem letzten Teil jetzt, hier 3 von den Viechern. Ihr seid doch krank. Das macht doch mit Absicht. Ihr verfluchten Flucher. So. Oh. Your head begins. Was? Your head begins to bond as all your sense are overwhelmed. Behind you tormented. Manche haben 4 Punkte, manche haben nur 2 Punkte. Was ist davon jetzt das O? Was ist davon das D? Also das ist das O. Bitte was? Ey, kacken. Mit der Schriftart verliert man das Bock auf Englisch und wir werden schon wieder von allen Seiten beschossen. Ich hasse. Egal. Das ist die 21. Map, die werde ich heute definitiv nicht mehr spielen, von daher. Es ist 10 Uhr. Hm. Ich glaube mal, also das haben wir auf jeden Fall erstmal abgeschlossen. Und 2002 Doom Odyssey. Ich weiß nicht mehr, vielleicht, weil ich glaube, das spiele ich mal. Das spiele ich mal lieber ersten Morgen. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen Overkill. Ah, mach ich morgen. Heute habe ich erstmal mittlerweile 41 Sachen aufgenommen.
6-mal Mindclone und insgesamt den restlichen 15-mal Doom. Alter, 60 GB. Nice. Nice. Gefällt mir. Ich muss auch noch mal wieder meine temporäre Platte hier aufräumen. Der Speicher wird langsam ein bisschen voll. Egal. Ist ja für euch sowieso alles komplett irrelevant. Ja, wie gesagt, werde ich morgen.